Also gut, ja, blick nochmal auf das lila glühende Endurium, was ja sehr so ein bisschen auskühlt. Wenn du willst, genießen wir einen guten Schluck Wasser. Und bevor ich wieder an die Arbeit gehe, und erzähl mir von deinen Heldentaten. Aber gerne doch. Ja, ich erzähle ihm dann ein paar Geschichten, die wir in dem Erbarung mit Tarzin, sorry, der Tarzin erlebt haben. Ich lasse mir noch die neuesten Gerüchte aus Sonnengrund erzählen, wen Witwe Mayas jetzt schon wieder heiraten möchte und so weiter und so fort. Aber nichts weiter Relevantes mehr. Gut. Dann wollte Zulami noch einmal in den Raya-Tempel gehen. Ja, genau. Ich gehe dann zur Halle der Ekstase und schaue mal, ob ich da vielleicht einen Akolyten oder so sehe. Also ich lege am Eingang meinen schweren Wintermantel ab und so und genieße die Wärme da drinnen. Und dann sehe ich mal, ob ich jemanden ansprechen kann. Ja, du kannst Tempelhöhe betreten, warst lang nicht mehr hier und nach kurzer Zeit kannst du auch erkennen, wie nicht nur Akoluten auf dich zukommen, sondern auch Yabaduin, der Geliebte der Göttin. Ein ja, großgewachsener, gut aussehender Utulu oder Mohaha, du bist ja nicht ganz sicher, aber er riecht unglaublich gut, sieht verführerisch gut aus. Vielleicht nicht ganz so herausragend gut wie du, aber er kommt auf dich zu, erkennt dich und schenkt dir sein bestes Lächeln. Ah, Zulamin, schön, dass du hier bist. Ulamin verneigt sich tief. Es ist mir eine Freude, alter Firi. Ich suche euren Rat. Habt ihr ein wenig Zeit für mich? Für dich immer. Setz dich zu uns in die Ecke. Jo, Zulamin setzt sich dazu, so in die Kissen, sehr gemütlich. Wird direkt auch verschiedene Weinsorten von Akoluten dargereicht. Und so könnt ihr es euch dort gut gehen lassen, in einem großen Kissenberg. Also Zulamin Gareth, ich habe dich lange nicht mehr gesehen, aber doch gleich wiedererkannt. Nun, das freut mich, dass ihr euch an mich erinnert. Ich weiß noch, wie ihr damals in Fasar wart, um die Echtheit des ersten Schleiers zu bestätigen, als er gefunden wurde. Und ich war sehr erfreut, zu hören, dass die Wahl zum Geliebten der Göttin das letzte Mal für euch ausgegangen ist. Ich denke, das ist das, was Garad in diesen finsteren Zeiten braucht. Ich glaube, ich freue mich natürlich über diese Ehrung, doch dieser Tage, so finster wie sie sind, im Jahr des Feuers, wie es wohl von den Gelehrten genannt wird, haben wir vielerlei andere Probleme. Aber der Schleier, ja, ich erinnere mich. Also gut, Sulamin, wie kann ich dir helfen? Was kann ich für dich tun? Warum bist du hier? Nun, Sulamin dreht so ein bisschen ihren Weinkelch in der Hand. Es ist so, ich reise seit einer Weile, seit Warung, um genau zu sein, mit den Gefährten von Kiaras Karinor, den ich leider nicht persönlich kennengelernt habe. Man nennt sie hier die Helden von Gareth, und je länger ich mit ihnen zusammen reise, desto mehr gewinne ich den Eindruck, dass, wenn es jemand vermag, dann vielleicht tatsächlich sie es sind, die dem schwarzen Drachen Einhalt gebieten können. Nun, als wir durch Dapazien kamen, gerieten wir in ein Albtraumgewitter. Ein Neungehörnter, der Knochenrabe, erschien uns und verhöhnte uns. Er kam, um uns zu sagen, dass die Eroberung Warungs in Wahrheit nur seiner Herrin gedient habe. Aber er gab uns indirekt auch einige Hinweise darauf, wie der schwarze Drache zu besiegen sein könnte. Verstörend. Und nun, was den kämpferischen Teil angeht, nun, das überlasse ich meinen Gefährten. Allerdings, es ist so, wir konnten uns dem Albtraumgewitter nicht erwehren, obwohl ich die Göttin um ihren Schutz angerufen habe, um meinen Gefährten die Angst zu nehmen. Und nun, Ähnliches wird uns voraussichtlich mit dem Drachen drohen.
Die Heitere aber wird sie genannt, die Herrin der Freude und des Glücks. Lieblich und berauschend zugleich tanzt sie über den Himmel. Und wo ihre Träume gewebten Schleier das Dunkel berühren, überzieht sie das Firmament mit ihren lieblichen Morgenröten. Schmetterlinge flattern vom Himmel hinab und künden den Sterblichen vom Erwachen des Tages und tragen Liebe und Harmonie unter die Menschen, ihre Eier in ihrem Fühlen so ähnlich sind. Lamin lächelt breit. Ihr versteht, was ich meine. Ich denke, was wir brauchen, damit wir nicht uns in den Albträumen gefangen nehmen lassen, ist der Schleier. Aber ich habe gewisse Bedenken, deswegen wollte ich diese Sache mit euch besprechen. Selbstverständlich ruft man den Schleier gewöhnlich nicht auf dem Schlachtfeld, sondern im sicheren Umfeld eines Tempels, hier, wo die Göttin nahe ist. Und ich weiß nicht, es kann sein, dass wir einfach alle auf einmal in den Albtraum hineingerissen werden und dann müsste ich den Talisman in den Traum hineinrufen. All dies macht mir Sorgen und ich bin nicht sicher, ob es vollbracht werden kann. Und doch scheint es die Lösung zu sein. Denn Albträume machen uns zu Opfern, machen uns wehrlos. Und was der Schleier verspricht, ist es, im Albtraum noch handeln zu können, ihn zu formen und ihn letztlich zu überwinden. Die Schleier wurden uns von der Göttin als Geschenk gegeben, damit wir sie in größter Not benutzen können. Und ob dies auf dem Schlachtfeld geschieht oder anderswo, obliegt uns. Unsere Entscheidung ist es. Wie auch Raya hinunterstieg, um ihren Sohn Leftan zu retten, in Ketten geschlagen und von Qualen, die er erlitt. Ihr denkt also, es kann gelingen, solange wir nur fest auf die Göttin vertrauen. Wenn ihr gegen den finsteren Drachen zieht, dann führt er andere Relikte und Artefakte ins Feld. So auch wir dürfen wir unsere, die uns gegebenen Artefakte benutzen. Ich denke schon, dass wir mit der Hüterin des ersten Schleiers ein Abkommen treffen können. Denn selbst wenn es uns den ersten Schleier kostet, den Preis will ich doch bezahlen, um Menschenleben zu bewahren und den Drachen zu stürzen. Die Sache ist ernst. Ich denke, unter diesen Umständen werde ich selbst mit ihr sprechen. Aber habt Dank für euren Rat und euren Zuspruch. Ich werde mich auch noch einmal mit Arkos Shah in Verbindung setzen. Immerhin waren es die Helden, die damals anwesend waren und Oron zurückschlugen. Das finstere Oron. Sie haben es verdient, dass sie von Raya beschenkt werden. Und ich glaube, dass wenn ihr Rayani gegangen ist und du dafür gekommen bist, dann mag das ein Augenzwinkern der lieblichen Göttin gewesen sein. Das ist wahr. So gerne ich ihn kennengelernt hätte, scheint, als hätte ich seinen Platz eingenommen, für das Seelenheil seiner Gefährten zu sorgen. Ich glaube nicht, dass er bisher gegangen ist. Er befindet sich noch nicht bei Raya an der Tafel. Er wird noch irgendwo auf Aventurien wandeln. Wir werden sehen, wohin es ihn verschlagen hat, aber zunächst einmal hast du seinen Platz ausgefüllt. Das ist gut. Bitte gib mir Bescheid, solltet ihr Neuigkeiten von ihm hören. Einer seiner Gefährten trauert ihm ganz besonders nach. Ich bin sicher, er wäre froh zu hören, dass es ihm gut geht. Er nickt. Ich werde euch lehren, wie man den Schleier herbeiruft und euch dann einen Dispens von der Kirche geben. Aber ich würde sagen, bevor wir diesen trübsinnigen Grund umwandeln in etwas Besseres, sollten wir es mit etwas Gemütlichkeit versuchen. Streichelt er deine Schulter.
Ja, ich bin so froh, wieder hier zu sein. Nach all der Zeit in der Wildnis, Krieg und Tod. Sulamin lehnt sich an seine Schulter. Und ja, ich denke, die wichtigen Dinge sind besprochen. Aber sie bleibt noch eine Weile im Tempel. Nach ungefähr 3 Stunden, 4 Stunden könnt ihr euch wieder zusammen in eurer Villa treffen. Habt die Dinge besprochen mit den jeweiligen, die ihr in den Gassen und Straßen gefunden habt, und könnt jetzt wieder, ja, in eurer kleinen Bibliothek wieder zusammentreffen. Bin ich müde. Wieso denn das? Was habt ihr denn alles gemacht? Ich war bei Styroma und habe Tee getrunken und Alara getroffen. Ja. Das klingt sehr erschöpfend. Ja, das scheint mir nicht wie ein sonderlich anstrengender Nachmittag. Alara ist in Gareth. Also ich habe nicht mit ihr gesprochen, aber ich habe sie gesehen. Da waren so Machen. Die haben mich erst nicht in den Tempel gelassen. Na egal. Also müssen wir uns wirklich um sie kümmern. Nun. Die Kaiserin reist mit 4 Bannern ab. Der Silendian ist mit 2 hier. Ja. Kavallerie. Wenn es nur sie sind, die Fernhalt zu ihm sind, stehen sonst wohl nichts anderes im Weg. Ich weiß nicht, wie gut die sind. Aber Söldner, brauchst du nicht hoffen, dass du noch welche anheuern kannst. Ich hab die am Chortempel gesehen und die kannst du vergessen. Nun, Reto ist noch irgendwo unterwegs, wenn es hart auf hart kommt. Ach so, Alara war die ganze Zeit. Also sie scheint wohl jeden Tag in den Tempel zu gehen, jeden Tag etwa um die gleiche Zeit. Ja. Nun ja. Offensichtlich das gleiche Ritual oder was auch immer sie da macht. Ich habe mit Stygoma nicht über sie geredet. Aber vielleicht wäre es sinnvoll, Selindian aufzusuchen, gerade wenn sie weg ist. Ist wahrscheinlich mir sinnvoll. Würde zumindest verhindern, dass sie ihm direkt ihren Willen aufziehen kann. Genau. Ich sprach mit Thor Neusinger. Es scheint so, als wäre der Rest der Kaiserin-Treuen über das halbe Reich verstreut, in Richtung Rankara und Romelis größtenteils. Einerseits ist dies natürlich erst gerade etwas ungünstig, andererseits bedeutet es, dass wohl die wichtigsten Leute bereits in der Nähe sind, wenn die Schlacht losgeht. Ach, das klingt gut. Also, wer redet jetzt mit Silendian? Selbstverständlich werde ich das übernehmen. Wer redet da mit Silendian, wenn Jalans verkackt hat? Selbstverständlich wird das Sulamin übernehmen. Ich werde ihn begleiten. Ja, ich komme auch mit. Ich denke, es ist der Ansicht der ganzen Sache zuträglich, wenn wir alle geschlossen auftreten. Ich verstehe das jetzt nicht, aber... Nun, ich denke... Mein Benehmen wurde in der Vergangenheit als nicht zuträglich bezeichnet. Ihr sollt ja nichts sagen, ihr sollt nur dort stehen und einschüchternd wirken. Ach so. Darf ich meinen Bären mitnehmen? Bestimmt nicht. Wisst ihr, das ist einfach kein Verhalten. Dieser ganze Bärenhass, das ist nicht gut. Ich denke, es ist weniger ein Hass auf euren Bären oder auf Bären im Speziellen, sondern eher eine gehörige Vorsicht. Und Logos war, der wurde fast von einem Bären gefressen, wisst ihr? Ja, er hat ihn bestimmt gereizt. Ja, hat er. Seht ihr, verdient. Offensichtlich war euer Urgroßvater kein Druide. Nun, nein, er war Ritter. Egal. Das tut mir leid für euren Urgroßvater. Boltax, ich bin doch auch Ritter. Das nimmt gar nicht so viel Zeit an, wie man glaubt. Ja, aber du verstehst dich gut mit den Bären. Ihr seid doch Ritter ehrenhalber, das ist etwas anderes. Aber darüber werden wir jetzt nicht ausführlich diskutieren. Moment, nein, er ist Ritter von Romulus, nicht wahr? Trotzdem ist der Ritter der Ehre halber. Aha. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass man,
Es bedeutet, dass man ihn zum Ritter geschlagen hat, ob einer besonderen Tat, einer besonderen Leistung. Du kannst ja ausmalen, welche es in diesem Fall wohl gewesen sind. Ja, also ich. Und nicht, dass er eine Knappschaft durchlaufen hat und eine Pagenschaft wie normale Ritter es tun. Also ist er ein Ritter. Ist das jetzt wichtig? Aber hat er dadurch irgendwelche Sachen nicht, die ein normaler Ritter hat? Mach den Mund ganz kurz auf, guck dir mal das Theme an, neige den Kopf kurz nach links und rechts und mache ihn dann wieder zu. Wir sollten uns auf unsere Aufgabe konzentrieren. Damit meint er nein. Also ich stehe da und guck bedrohlich. Was macht ihr so? Überzeugen Sie den jungen Selinian Hal davon, das ist das Beste für das Reich. Auch das Reich, das den Thron eher an sich zu reißen gedenkt, ist, wenn wir dem Drachen Einhalt gebieten. Dafür brauchen wir zum einen seine Truppen und zum anderen die des Answin von Rabenmund. Und für die brauchen wir den Unterallertissen, den er uns sicherlich, da er wenig persönliche Verbindung zu dem Mann hat, großmütig wie er ist, übergeben wird. Wenn irgendetwas davon nicht hinhaut, dann werden wir improvisieren. Fürs Improvisieren bin ich zuständig. Das kann ich besonders gut. Nun, ich denke, immerhin, was unsere Ziele angeht, sollten wir uns einig sein. Unser erstes Ziel ist es, Alvan von Unterallertissen aus dem Kerker zu befreien. Dazu sollten wir vielleicht in Erfahrung bringen, ob er überhaupt noch im Kerker ist. Dies ist wohl richtig, die sollten wir tatsächlich vorher tun. Sollte sich der junge Selinian Hal nicht dazu bewegen lassen, dann werden wir wohl die Sache fallen lassen und ihn auf einem anderen Wege befreien. Was wir zweites brauchen, ist die Zusage seiner Unterstützung. Wenn wir ihm sein Ehrenwort erst einmal abgerungen haben, wird auch Alara Palegan es schwer haben, ihn von seinen Vorhaben abzubringen. Ich denke, es könnte auch nicht verkehrt sein, fallen zu lassen, dass eine alte Prophezeiung von einer mächtigen Magierin besagt, dass drei Kaiser an der Schlacht teilnehmen und er einer davon ist. Wir werden nicht anerkennen, dass er sich selbst zum Kaiser aufschwingen will. Denk daran, dass wir nachdem die gesamte Sache vorbei ist, immer noch ein Reich haben, das wir zusammenhalten müssen. Das stimmt allerdings. Könnt ihr natürlich erzählen von dem Raben und dem Löwen und ihr wisst schon, wie das war. Nur eine Frage, wenn er euch direkt anspricht und eine Sache fragt, eventuell nicht für seine Ohren bestimmt ist. Müsst ihr ihm dann die Wahrheit sagen? Wir werden ihm die Wahrheiten zuteil werden lassen, die für seine Ohren bestimmt sind. Von allem anderen kann man immer noch höflich, aber bestimmt ablenken. Gut, ich improvisiere dann. Wenn er euch fragen sollte, nun, ob ihr zu 100% hinter seiner Schwester steht, dann werdet ihr das bejahen. Deshalb solltet ihr mich sprechen lassen. Hoffen wir, dass er diese Frage nicht stellt. Also ich stehe 100% hinter dem Hochkönig. Ich stehe 100% hinter der einzig wahren Basaltfürst. Wunderbar, ihr lenkt ihn ab, ihr macht das. Rafim und ich sollten sprechen. Meine Herrschaften, wir alle haben unsere Eide auf Rohaya von Gareth geschworen und wir alle werden uns an sie halten. Auch wann haben wir das gemacht? Ich kann mich auch nicht ganz erinnern, aber... Du nicht, Zulamin. Ja, nicht. Mir wäre das auch neu. Also ich habe das nicht gemacht. Glaube ich auch nicht. Nein, ja? Nicht als ihr euren Ritterschlag angenommen habt und den Reichsorden am Purpurnenbande. Ihr erinnert euch nicht daran, dass ihr geschworen habt, dem Reiche zu dienen. Und den Göttern? Nein. Dem Reich, aber nicht ihr persönlich. Und das Reich ist Rohaya. Rohaya ist das Reich. Also, Jalan, ich habe das alles nicht gemacht. Also, es gab diesen Orden. Beruhigt euch, Jalan. Ihr müsst ja schon nach Luft schnappen vor Empörung. Verzeiht. Ebenso, Rafim, bist du als Ritter von Romulus derer von Romulus verpflichtet, die ebenso Rohaya untersteht. Ja, das ist ja mehr so ein Ehrentitel. So ist die Ordnung und so will es Praios. Haltet euch dran. Ah, seht ihr, wie gut, dass ich das alles nicht habe.
So könnt ihr euch noch eine Stunde über die Befindlichkeiten, über Reich und Kaiser, Kaiserin streiten und dann am nächsten Tage zu der Uhrzeit an der alten Residenz auftauchen, als Boltax ja, selbst am Boron-Tempel stand. Vor euch könnt ihr keine Panthergardisten erkennen, sondern almadanische Kavallerieoffiziere, die euch misstrauisch beäugen. Ich würde meine Waffen und meinen Bären zu Hause lassen. Okay. Ich muss ich ja eh nur abgeben. Ah, señores. Señorina. Buenos dias, wie man in der Almada sagt. Das habe ich in Punin gelernt. Ja, was in Punin, in der Kapitale? Ja, das war sehr schön, das war sehr schön. Ah. Ihr steht vor der sagenhaften alten Residenz. Wie können wir euch helfen? Nun sag, guter Mann, ist der Markgraf von Warung, Trondvik von Bregelsaum, noch hier? Ja, ich glaube schon. Er steht im Garten und pflückt ein paar Blumen oder so etwas. Oh ja, das ist ja hervorragend. Wir haben nämlich einen Vorschlag für seinen Orden. Er kneift so ein bisschen die Augen zu. Und dieser Runen, vergiss nicht das Geschenk, das wir ihm mitbringen, was wir an der Mauer gefunden haben. Riccio, frag doch einmal den Markgrafen von Warung, ob er sie empfangen mag. Damit geht ein Läufer los und nach ungefähr 2 Minuten kommt er wieder. Wie sind denn eure Namen? Major Maga Isarun von Spogelsen, das sind meine Gefährten. Raffi. Abemir Yamorin ist ein guter Freund des Markgrafen. Er nickt und läuft schon wieder ab. Nach einer Minute könnt ihr sehen, wie sich Trondvik selbst mit einem kleinen Blumenstrauß in der Hand zu euch begibt, ans Tor, neben ihm der Läufer Riccio. Ah, Abelmir, schön, dass du da bist. Lass sie doch rein. Und drückt dabei selbst das Tor einmal auf, schiebt die almadanischen Reiter einmal beiseite. Abelmir, ich hab dich so vermisst. Ebenfalls, euer Durchlaucht. Nun, das ist ja schön, dass ihr mich besucht. Kommt doch mit. Ich habe den Garten gehegt und gepflegt. Ich hoffe, die Morinien wachsen gut. Ja, selbstverständlich. Wollt ihr ein paar? Wir sind in etwas dringlicher Mission, aber vielleicht könnt ihr uns zu... Trondvik gibt den Blumenstrauß an Isarun weiter. Oh, vielen Dank. Sulamin ist eine Rose und die habe ich leider nicht dabei. Tut mir leid, die müsste irgendwo noch im Garten sein, aber wir können uns gerne selbst noch ein paar pflücken. Ich möchte Sulamin natürlich auch eine überreichen. Oh, alles in Ordnung. Habt ihr auch ein paar Erdsterne? Erdsterne? Selbstverständlich. Nicht hier im Garten, aber in meinem eigenen. Ich habe alle Pflanzen, musst du wissen. Oh, das sind meine Lieblingspilze. Alle. Naja, eigentlich sind Pilze ja keine Pflanzen, aber trotzdem. Oh, lass uns doch in den Garten gehen. Es ist so schön dort. Ja, so könnt ihr etwas flanieren gehen im Garten der alten Residenz. Vor euch noch der hauseigene Praios-Tempel und die groß aufragende alte Residenz. Immer noch mit den almadanischen Bannern, den Pferden und dem Mond von Silindianhal selbst. Euer Erlaucht, wie geht es eurem Orden? Ach, Drei-Schwestern-Orden. Er gedeiht und blüht und wächst. Er kombiniert das Beste aus allen Welten. Den Eindruck hatte ich auch, dass Dere gerade so etwas braucht. Nun, wir haben tatsächlich die Bekanntschaft mit einem besonderen Fleckchen Erde gemacht und dabei an euren Orden gedacht. Boltax, mögt ihr einmal erläutern, was diesen Flecken Erde so bedeutsam macht? Ja, selbstverständlich. Dort ist die elementare Kraft des Humus besonders stark vorhanden, denn es liegt auf der Elementarlinie des Humus im elementaren Hexagramm und es bildet außerdem noch ein Heiligtum einer der wesentlichen Göttinnen der Fruchtbarkeit, Satuaria. Dort befindet sich ein sehenswerter Steinkreis und eine durchaus fähige Hexe wacht darüber. Sie ist nicht unbedingt die netteste, aber wir haben dafür gesorgt, dass sie nun unter, Aufsicht eines fähigen Geodens gestellt wird. Und der ist auch ein sehr großer Feind von elementarem Humus. Naja, und Isarun dachte da gleich daran, dass auch der Drei-Schwestern-Orden dort ein kleines Ordenshaus betreiben könnte. Das würde sich ja durchaus anbieten. Ich bin ja, so eine fasziniert. Hexe.
Ja, so eine Hexe, die muss natürlich unter Aufsicht gestellt werden. Denn man kann ja nicht nur darauf vertrauen, dass sie nur gute Sachen macht. Sie macht wohl gute Sachen, gerade was jetzt diesen Flecken Erde angeht, aber ich denke doch, unter der Aufsicht des Drei-Schwestern-Ordens und des freundlichen Geoden und vielleicht einiger Gildenmagier wird sich dieser Flecken doch zu einem wahren Heiligtum entwickeln können. Ihr habt immer so gute Ideen. Ich weiß. Er schaut euch fasziniert an. Strahlt. Ich werfe Abel mir einen bitterbösen Blick zu. Ich sag Ruden, ich grin zurück. Wo ihr gerade von den Gildenmagiern sprecht, was hat Saldor denn gesagt? Will er einmal eine Pilgerreise dorthin machen? Das würde ihm schon gut zu Gesichte stehen. Er könnte viel lernen. Ich denke nicht, dass er in nächster Zeit vorhat, eine Pilgerreise zu machen. Er stimmte allerdings zu, dass sich die Weiße Gilde mehr mit der Elementarmagie beschäftigen könnte, allerdings mit einer gebotenen Vorsicht. Ja, das ist vernünftig. Das ist sehr vernünftig. Ihr müsst viel lernen. Da gibt es noch eine Menge, was ihr wissen müsst. Mittlerweile hat sich Trondvik an einem Rosenbeet gütig getan und reicht Zulamin einen bunten Strauß mit Rosen. Meine teuerste, hier, bitteschön. Kann ich euch sonst noch irgendwie helfen? Nun, vielleicht könnt ihr uns ein bisschen erzählen, was sich hier in den letzten Wochen zugetragen hat, seit Rohaya abgereist ist. Ja, genau. Rohaya ist abgereist. Mit einer Schar von Rittern und Infanteristen. Ich weiß gar nicht, wohin sie wollte. Irgendwo in Richtung Osten? Zumindest sind sie in die Richtung. Und dann, vor einigen Tagen, tauchten die Reiter von Alara Paligan auf. Sie war ja früher ganz anders, müsst ihr wissen. Ja, ich weiß. Also früher war sie echt nett. Jetzt ist sie eher so, naja. Ja. Nun, die Politik. Wenn ihr mit ihr sprechen wollt, sie ist wohl gerade zum Boron-Tempel vor einigen Minuten. Da habt ihr sie wohl gerade verpasst. Och, das ist aber tragisch. Ja. Selindian ist wohl noch drin, aber da müsstet ihr mit dem Kanzler sprechen. Dann nehmen wir mit Selindian vor, den kennen wir ja auch schon. Ja. Die almadanischen Wachen schauen euch misstrauisch an, Trondvik nickt aber nur und lächelt fröhlich, winkt. Und dann gehen wir direkt rein, würde ich sagen.